Stufe 50er Schildkröte. Wollen wir da auch eine mitnehmen? Warum nicht, wenn wir gerade da sind, ne? Oh, da brauchen wir aber ziemlich viele Gehege, wenn wir so viele Dinos mitbringen. Gute Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu Jurassic Ark. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich stehe hier wieder an unserem Lagerfeuer. Ist einfach super gemütlich hier. Ist die gemütlichste Stelle in unserer Basis immer noch. Ich habe uns so ein bisschen Fleisch zubereitet, dass wir was zu essen haben. Dann können wir direkt mal ein bisschen was futtern. Und es ist wieder einiges passiert. Der TÜV war da und hat sich mal so die ersten von unseren Gehegen angeschaut. Und ja, der wollte ja natürlich unsere Gehege abnehmen, dass wir hier dann langsam den Park starten können. Und das hat nicht so ganz funktioniert. Also da musste ich ziemlich viel umbauen. Die haben das nicht so ganz verstanden, warum ich diese Stromseile hier an der Außenseite installiert hatte. Und ja, die haben das nicht so ganz, konnten mir nicht so ganz folgen. Eigentlich sind ja heutzutage meistens die Menschen die Gefahr für die Tiere und nicht umgekehrt. Aber der TÜV meinte irgendwie, ich sollte das alles auf der Innenseite installieren. Da ist natürlich kein Strom drauf. Wir wollen ja unsere Trikes nicht gefährden. Die sind ja super zahm. Die würden ja niemandem was zuleide tun. Aber auf jeden Fall mussten wir die jetzt auf der Innenseite montieren. Und ich musste alle Zäune nochmal neu hinstellen oder die Hälfte. Die hatte ich nämlich ziemlich gemischt aufgestellt. Und ich glaube, es kommt immer darauf an, von welcher Seite aus man die baut. Ob diese Stromtrassen dann auf der Innenseite oder auf der Außenseite sind. Die sind praktisch immer auf der Innenseite, glaube ich, beim Platzieren. Und ja, sieht so aus. Bis jetzt hatte ich so das Gefühl. Und dann müssen wir die halt drehen, wenn wir hier von außen die Mauernteile installieren wollen. Das ist ein bisschen schwierig alles, ehrlich gesagt. Also die platzieren super schwierig. Ich habe das noch nicht so ganz raus. Ich habe die jetzt auch nicht alle perfekt platziert. Die sind perfekt. Hier sieht man, dass diese Stromtrassen durchgehend sind. Nee, die sind glaube ich auch nicht perfekt, ne? Nee, beide nicht. Auch nicht. Auch nicht. Man sieht noch eine Stelle finden, wo es funktioniert hat. Jetzt auch nicht funktioniert. Man sieht es kaum. Hier sieht man es halt mehr. Da haben wir überall diese Lücken drin. Ich glaube, man muss die von der Innenseite platzieren, ohne sie zu drehen. Dann hat man eine größere Chance, dass die verbinden. Wir haben hier kaum verbundene. Ich habe das beim nächsten Gehege schon wieder besser geschafft. Bei unserem Parasaurus-Gehege. Das habe ich noch ein bisschen vergrößert, dass die so ein bisschen mehr Platz haben. Da gehen wir da auch mal rein. Und hier sind einige dann richtig installiert. Ich glaube, hier drüben sind alle richtig installiert. Genau, die verbinden dann nämlich so. Dann hat man da keine Lücke mehr drin. Die sind auch nicht richtig, oder? Doch, die sind richtig. Ich glaube, besser geht das nicht. Die schließen genau ab. Und dann sollte da theoretisch auch Strom fließen, nehme ich mal an. Wenn wir da jetzt Strom anschließen würden, das könnten wir mal ausprobieren. Die vermitteln natürlich überhaupt nicht hier. Das ist sowas, das habe ich noch nie getestet, da Strom drauf zu legen auf diese Seile. Das müssen wir mal ausprobieren. Auf jeden Fall sind die jetzt alle auf der Innenseite. Unsere Besucher sind nicht mehr gefährdet. Der TÜV ist zufrieden. Und ja, wir haben den Buggy. Der heißt nicht umsonst Buggy. Den haben sie mir von zu Hause geschickt. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Die ganzen Fahrzeuge, die hier ankommen, die sind irgendwie alle nicht mehr so ganz in Ordnung. Und der hier ist definitiv ziemlich Buggy. Das ist der normale Tech-Buggy aus ARK. Das ist noch nicht mal eine Mod. Der ist sogar implementiert. Und der funktioniert aber überhaupt nicht. Genauso wenig wie die anderen Modelle. Also die sind im Moment komplett verbuggt. Ich habe den eigentlich nicht hier geparkt, sondern hier vom Haus. Also der stand mal ursprünglich hier. Jetzt ist er da hinten und buggt da so ein bisschen durch die Gegend. Also ich denke, wir müssen weiterhin zu Fuß gehen für einen Moment. Mal gucken, ob da irgendwann ein Update kommt, dass das wieder fixt. Die sind schon ziemlich lange kaputt. Also ich weiß nicht, was da los ist. Das ist ja eigentlich ein implementiertes Fahrzeug, was man auch herstellen kann. Das sollte eigentlich funktionieren. Sollte. So, nicht das perfekte Parkwetter gerade, aber ich denke, das wird bald wieder aufklaren. Heute, glaube ich, schauen wir mal, ob wir noch so einen Trike finden. Denn wir brauchen auf jeden Fall noch einen Trike. Es gibt ja jetzt diesen neuen Skin. Den brauchen wir auch. Also, es gibt jetzt noch einen Trike. Das heißt, wir haben dann drei unterschiedliche Arten hier drin. Das ist ziemlich cool. Ein lieber Zuschauer hat mir auch so eine super coole Grafik geschickt zu den Ceratopsidae. Das wollte ich euch einfach mal zeigen hier bei der Gelegenheit, weil es hier ja bei uns so ein paar Unstimmigkeiten gab zu den ganzen Trikes und so weiter, den ganzen Arten, die wir da haben.
Und da seht ihr so ein bisschen, wie viele unterschiedliche Schädel da schon gefunden wurden. Die Tiere haben ja über 20 Millionen Jahre lang gelebt. Das heißt, die haben sich immer wieder ein bisschen verändert. Da sind Unterarten entstanden und so weiter und so fort. Es gab einen riesen Haufen davon, super viele unterschiedliche. Das sind jetzt nur die, die man gefunden hat. Ich gehe mal davon aus, dass es noch sehr viel mehr gab. Und da sind auch die dabei, die wir schon kennen. Zum Beispiel die Nummer 7 ist der Styracosaurus. Das ist der neue Skin. Der Skin sieht ein bisschen anders aus. Also dieses Nackenschild ist so deutlich größer bei dem Ark-Skin. Das stimmt also nicht wirklich. Passt nicht so ganz. Und auf der 28 zum Beispiel haben wir das ganz normale Trike. Sieht, denke ich, auch so ein bisschen anders aus, obwohl das ganz gut passt. Und auf der 10 haben wir den Patchy Rhino. Die gibt es ja auch in Ark. Da sehen wir so ein bisschen, wie die in echt mal aussahen, ungefähr. Zumindest von der Kopfform her. Fand ich ganz interessant, wollte ich euch auf jeden Fall mal gezeigt haben. Und das Schild müssen wir natürlich dann so ein bisschen korrekterweise umändern. Wir wissen ja jetzt wieder mehr. Wir nennen die einfach mal Ceratopsidae. Dass das auch wissenschaftlich korrekt ist bei uns. Zumindest bei den Tieren, wo wir uns dann näher mit beschäftigt haben. Ich denke mal, das ist bei allen Dinos hier so. Es gab bestimmt auch unglaublich viele verschiedene Parasaurier. Aber das werden uns jetzt nicht jede einzelne Tierart im Detail anschauen, denke ich. Wir sind hier keine Dinosaurier-Wissenschaftler von irgendwelcher Art. Sondern wir bauen uns hier einfach nur einen kleinen Park. Und die Wissenschaftler können ja dann vorbeigucken und sich die Dinos mal in live anschauen. Vielleicht gibt es da wieder irgendwelche neuen Sachen zu entdecken. Mal gucken. Auf jeden Fall hatte die auch eine ziemlich coole Idee hier für die Gehege. Ich denke, das machen wir auch. Und zwar könnten wir ja überall so kleine Podeste bauen, dass man da so ein bisschen reinschauen kann, weil diese Zäune ja auch so hoch sind. Und die Trikes so groß, dann kann man die so ein bisschen von oben sehen. Das ist bestimmt cool. Ich nehme da jetzt mal diese Betonblöcke. Die sehen irgendwie ganz witzig aus. Und da brauchen wir natürlich noch ein paar mehr, ne? Mal gucken. Wir haben ja sowieso schon den Turm, ich weiß, aber das kann man ja trotzdem noch machen. Dann haben wir so ein bisschen mehr Platz und können da so ein bisschen cooler reinschauen. Haben wir hier schon wieder? Nee. Also das läuft noch ein paar Stunden durch hier, das erzeugt Papier und sowas. Dann kriegen wir wieder ein paar Foundations und dann können wir da draußen weitermachen. Für einen Moment. Ich hoffe, dass man die stapeln kann. Ich hoffe es, ansonsten müssen wir doch S+ nehmen. Ich habe ja auch schon die S+ Rampen. Die werde ich dann auch hier mit installieren, dass man da hochkommt. Und ich glaube, man kann daraus Treppen machen, ne? Switch. Oh, ist das nice. Mega nice. Super cool. Gefällt mir. Das kann so bleiben. Nicht ganz. Wir müssen das noch ein bisschen höher machen. Aber das ist auf jeden Fall, das passt auch ganz gut zusammen. Super sweet. Okay. Ja, dann denke ich, gucken wir mal, dass wir noch einen Trike finden. Es gibt wohl auch mehr Dillos, also noch unterschiedliche Arten von Dillos. Wir haben ja im Moment 2. Den kleinen habe ich wiedergefunden, der hatte sich mega gut versteckt, der ist da hängen geblieben. Aber den haben wir jetzt auch wieder zu Hause. Und jetzt haben wir diesen mittleren hier scheinbar. Es soll nämlich noch größere geben. Und auf die soll dann auch der Sattel passen. Mal gucken, ob das stimmt. Und ob wir die irgendwo bei uns finden. Das wird interessant. Der Buggy, ja, mal sehen, wo der dann landet. Der wird wahrscheinlich irgendwann komplett aus der Basis rausbuggen. Wir brauchen unbedingt den Skin, das heißt, wir müssen unbedingt diese Knochenhaufen suchen. 9 haben wir schon, ich glaube, wir brauchen 40 oder so für den. Die habe ich schon eingesammelt hier. Um uns diesen Skin herzustellen, den Triceratops-Skin. Wo stellen wir den denn hin, den Kochtopf? Vielleicht hier irgendwo mit dazu? Da passt der irgendwie nicht hin, ne? Stellen wir den mal mit ins Haus. Hier rein. Irgendwo hier? Nee. Der ist ziemlich groß und sperrig. Ja, der muss irgendwo hier in die Seite mit rein. Machen wir das mal so. Wunderschön. Oh, wollte ich nicht. Genau, wo ist der Skin? Hier ist er. Styracosaurus. 50. War das schon immer so teuer? 50 Knochen. Okay, da müssen wir also noch so ein bisschen suchen. Das ist nicht einfach. Das funktioniert aber ganz gut, weil ich hier sowieso die ganze Zeit in der Basis unterwegs bin. Der Boden ziemlich eben ist. Spawnen hier eigentlich auch ziemlich viele von diesen Knochenhaufen und ich sehe die immer sofort. Gut, dann machen wir uns mal auf die Socken und gucken, was wir hier in der Gegend so auftreiben können. Ich denke, das hängt dann einfach so ein bisschen davon ab, was wir finden, was wir dann eigentlich auch machen. Aber wir brauchen auf jeden Fall so einen Trike. Da ist gerade so ein Haufen gespawnt.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste heute. Da ist überhaupt nichts los. Für die kleinen Dinos müssen wir, glaube ich, extra so ein kleines Gehege bauen. So ein Reptilienhaus oder sowas in der Art. Damit denen nichts passiert. Die großen Gehege, die sind viel zu groß für diese winzigen Dinos. Hier ist ein Kompi. Noch ein Kompi. Oh, die sind gleich wieder aggressiv. Ich weiß es jetzt schon. Die lassen wir mal stehen. Oh, wir brauchen Dodos. Super wichtig. Dass wir Dodo-Eier verkaufen können. Dodo-Omelette. Voll lecker. Da haben wir ein Bronto. Da hinten ist ein Trike. Das holen wir uns. Was zum Teufel? Die Dillos sind in der Herde unterwegs und greifen den Bronto an. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Scheinbar sind diese Spezial-Dillos ziemlich aggressiv. Ich glaube aber, das sind die, die wir schon haben, ne? Mal gucken. Da sind nur Dodos. Wir sind sicher. Jurassic Park Dilophosaurus. Noch einer. Die greifen alles an. Oh, jetzt kommen sie zu mir. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir brauchen keine mehr. Wir haben ja schon einen. Oh oh. Oh, der ist ziemlich high level hier. Was bist denn du für ein Viech? 95. Oh. Wieso kommt denn jetzt der Strike? Oh nein. Aua. Oh, das hat mich gestunt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh. Ich glaube, die halten irgendwie zusammen, die Jurassic-Tiere. Wow. Das ist aber ein normales Trike. Oh oh. Das ist noch nicht mal ein Jurassic-Park-Tier. Okay, schwer zu treffen. Oh, der hat gespuckt. Die können auch spucken. Naja, sind die auch Dillos, ne? Die? Wow. Ich muss mal die Leiste wieder alles equippen hier, dass wir alles haben, wenn wir es brauchen. Ich war nicht vorbereitet auf so viel Action hier draußen. Das war ja sonst immer so relativ ruhig. Nehmen wir mal wieder das Schwert. Das ist ein bisschen besser als der Rest, den wir so haben. Ja, als die anderen Waffen. Hast du Keratin für uns? Das ist gut. Das können wir gebrauchen. Okay. Normaler Dodo. Bronto ist auch noch da. Hm. Das Trike wollte ich eigentlich zähmen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Da hinten ist noch eins. Das ist ein normales Trike. Da sind immer noch Dillos. Oh, Knochen. Ist da irgendwas hinter mir her? Ich dachte, ich hätte einen Vogel. Ja, da sind wieder Vögel. Das ist nicht cool. Den machen wir weg, wenn er näher kommt. Das ist ganz schön gefährlich hier draußen. Vogel? Okay, Vogel lässt uns in Ruhe. Trike? Ist auch lieb. Ich weiß nicht, was mit dem anderen Trike los war. Vielleicht hat er das Tollwut oder so. Dillo. Wieso sind denn die so aufgebracht hier? Super aggressiv. Jetzt kommt der Trike wieder, oder? Nee. Oh. Ich dachte schon, es kommt mich holen. Die sind mordsgefährlich. Wir machen fast keinen Schaden an denen frontal. Oh, das ist eine Riesenschildkröte. Okay, wir nehmen das Trike mit. Das pieksen wir einmal. Tut nicht weh. Okay, es schläft. Und dann kriegt es wieder ein paar Beeren. So. Bam, fertig. Super easy. Denkt der Super Trike Rifle. Dann bringen wir das erstmal nach Hause, glaube ich. Was haben wir denn hier für Schildkröten? Die sehen auch interessant aus. Level 50er Schildkröte. Wollen wir da auch eine mitnehmen? Warum nicht, wenn wir gerade da sind, ne? Oh, da brauchen wir aber ziemlich viele Gehege, wenn wir so viele Dinos mitbringen. Gute Nacht. Aber wir haben sowieso keine Darts mehr. Das hat sich jetzt erstmal erledigt. Also andere Dillos habe ich bei uns noch nicht gesehen. Da müssen wir mal suchen, wo es die gibt. Oh. Das frisst ein bisschen mehr, das Tierchen. Okay. Super cool. Wir haben einen Trike und eine neue Schildkröte. Okay, dann bringen wir die jetzt mal nach Hause. Ich suche noch ein paar Knochen, dass wir uns den Skin craften können. Und ich halte einfach mal die Augen offen, was wir noch so finden.
Ich weiß noch nicht so recht, was wir heute eigentlich bauen wollen. Mal gucken. Ich denke, das Reptiliengehäuse ist mal so ein eigenes Projekt. Das wird wieder ein ganzes Weilchen dauern. Reptilienhaus. Es gibt so viel zu planen. Ich weiß noch gar nicht, wo wir das alles hinstellen wollen. Wir brauchen ja auch ein Gehege für den Bronto. Also für die großen Sauropoden machen wir, glaube ich, ein Gehege, oder? Da gibt es jetzt auch schon einige. Es gibt den Brachioskin. Es gibt die Brontos, die Diplos. Ich denke, für die machen wir ein großes Gehege, oder? Das sind die Kompis. Ist wie weg. Die Kompis spawnen immer ganz nah bei unserer Base. Da brauchen wir auch unbedingt welche, aber dann müssen wir unbedingt vorher dieses Reptilienhaus fertig bauen. Und wir brauchen natürlich gescheites Fleisch. Dafür müssen wir irgendwas Großes töten. Das müssen wir auch noch schaffen. Oder... Ja, ich glaube, wir brauchen für die Prime Meat. Ich weiß nicht, ob Prime Fish Meat funktioniert. Das wäre ein bisschen einfacher. Wir brauchen auch ein Vogelhaus, ne? Mit Ichthys. Oh je. So viele Pläne. Komm zu mir, Schildkröte. Oh yeah, so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Aussichtspunkt, dass wir die Trikes gescheit beobachten können da drin, was die da so treiben. Der eine marschiert die ganze Zeit durch die Gegend, der andere ist ein bisschen ruhiger. Super cool. Ich konnte leider nicht die normalen Foundations, also diese, was heißt die normalen, die Foundations, die ich vorher platziert hatte, aus der Mr. Rare Tools Mod, konnte ich nicht verwenden, weil man die nicht stapeln kann. Deswegen habe ich jetzt einfach die S-Plus-Sachen genommen und da die Triangle Foundations. Und die sind eigentlich ziemlich cool. Ich finde, das sieht richtig genial aus. Ist ein bisschen hoch und ein bisschen massiv aus Stein. Vielleicht ist Holz auch ganz cool, ich weiß nicht. Oh, stopp. Die nehmen wir mit. Da brauchen wir noch ein paar. Okay. Und ich denke, hier drüben bei den Parasauriern machen wir das genauso. Da bauen wir uns auch sowas Cooles hin. Vielleicht hier direkt rein, weil wir da sowieso irgendwie so eine Einbuchtung haben. Könnte doch ganz cool aussehen. Vielleicht so leicht schräg, so. Ungefähr so. Nummer 1. 2. Ist das cool? Ich glaube, das ist cool. Können wir hier die Treppe dann dran bauen? Mal gucken, ob das funktioniert. Könnte ungefähr passen, ne? Setzen wir mal eins oben drauf. Und? Ja, ich denke, das passt. Dass die Treppe nicht so im Weg ist hier. Das können wir jetzt wieder switchen zu Stairs. Und dann bauen wir hier oben wieder so ein paar Bänke drauf und so, dass man sich da gescheit hinsetzen kann. Nee. Oben drauf. Das ist ein bisschen schwierig teilweise, die oben drauf zu snappen. Und fast. Geschafft. Okay. Jetzt brauchen wir wieder Railings und ein paar Bänke. Und dann sieht es schon wieder richtig gemütlich aus hier oben. Und dann müssen wir mal langsam gucken, dass wir irgendwie Strom ranbekommen. Wir bräuchten auch mal so Kühlschränke und sowas für unser Gemüse. Und das Futter, damit es nicht schlecht wird, das Dino-Futter. So. Super cool mit den Railings an den Treppen. Das ist echt Hammer. Überhaupt allein schon Treppen. Super genial. Absolut Hightech. Arg untypisch. Hier noch eine Bank hin. Und dann sieht es auch schon wieder richtig gemütlich aus. Hallo. Hallo, Parasaurus. Die machen die ganze Zeit Geräusche. Okay. Das gefällt mir ziemlich gut so. Nice. Jetzt gucken wir uns mal die neue Solar Panel Mod an. Wir stellen natürlich keinen Generator hin oder sowas. Das wäre ja viel zu langweilig. Sondern wir haben wieder die coolen Solarteile hier. Und da habe ich jetzt mal die andere Mod genommen. Wir hatten bis jetzt immer die mit Kabeln. Da brauchen wir dann Kabel, müssen wir so Kabel dran installieren. Ganz normal wie beim Generator auch, beim Vanilla-Generator. Jetzt gibt es aber noch diese Wireless Solar Panels. Das ist eine eigene Mod vom gleichen Entwickler und die brauchen, glaube ich, keine Kabel. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich denke, wir nehmen so ein Wall Panel. Da gibt es dann noch welche zum Hinstellen. Die großen. Ich denke, uns reicht so ein kleines. Das nehmen wir mal mit. Und, naja, das ist es. Packen wir es hier in den Slot. Dann schauen wir mal, wie das... Ob wir das hier draußen installieren können. Ja, das sieht gut aus. An unserem Holzhaus. Ich weiß nicht, über der Tür? Oder eher so seitlich? Ich glaube, so seitlich ein bisschen sieht cool aus. Und... Bäm! Wieso sind die denn lila?
Activate Power. Bam. Wieso macht das denn jetzt so Leuchteffekte? Die will ich eigentlich gar nicht. Das ist wohl die Reichweite, ne? Die ist ziemlich gut. Okay, jetzt hört's auf. Okay, das war nur, um uns zu zeigen, wie die Reichweite ist. Die können wir... 10. Increase to maximum. Und jetzt? Oh, okay. Das ist wahrscheinlich die gleiche Reichweite wie so ein Tech-Generator, ne? Dürfte aufs Gleiche rauskommen. Was können die sonst noch? Pick up, show panel range, deactivate, solar panel range. Ach, da können wir die Range wahrscheinlich einstellen, ne? Radius options. What? Show panel range und solar panel range. Ich denke mal, das ist identisch. Das hört bestimmt gleich wieder auf. Jetzt können wir mal gucken, ob wir Strom haben. Powered, turn off. Das Ding läuft ja mit Gasolin. Das konnte man doch mal umstellen auf Strom, oder nicht? Ich dachte, man hätte die S-Plus-Geräte auf Strom umstellen können. Das kann man jetzt auf jeden Fall nicht im Moment. Wenn ich das wieder anstelle, dann brauchen wir, glaube ich, wieder Sprit. Nee. Vielleicht funktioniert es jetzt mit Strom. Vielleicht schaltet es automatisch um. Die Kabel können wir wieder mitnehmen. Das Ding hat wieder ein paar Stunden durchgecraftet. Das backen wir alles hier drüben rein. Die brauchen wir nämlich, um uns diese ganzen Fences zu bauen. Also das ist schon ressourcentechnisch alles ein bisschen aufwendig. Ich denke, wir bauen uns mal ein paar große. Ich gehe davon aus, dass wir die früher oder später brauchen werden. So, ich glaube, dann geht uns schon wieder die Kabel aus hier. Ziemlich verrückt das. Aber nicht so verrückt wie diese komische Mr. Rad Tools Mod. Die ist total verrückt. Diese Zäune, die wiegen ja auch 250 Gewichtseinheiten. Das sind 10 Zäune und die sind gar nicht mal groß. Das sind solche Dinger. Die sind relativ hoch, aber super schmal. Und die sind unglaublich teuer hier. Also das ist echt krass. Ihr seht schon, ich baue hier Asset ohne Ende. Das läuft jetzt auch wieder 2 Stunden oder so, bis das fertig ist. Gefühlt. Und die Sachen sind teilweise so teuer. Das ist schon ziemlich krass. Na gut, schwer und teuer. Das ist zum Beispiel echt teuer. Egal, wir bauen es trotzdem, wir wollen das. Und genug Ressourcen haben wir ja. Wir kriegen immer Nachschub von zu Hause. Okidoki. Die ersten beiden Gehege stehen, sind sogar schon vom TÜV abgenommen. Wir können praktisch den Park bald eröffnen. Hier drüben bauen wir dann, glaube ich, ich denke, hier ist eine coole Location, um dieses Reptilienhaus zu bauen. Ne? Hier ist es relativ eben. Nach hinten fällt es halt wieder ab, aber da können wir dann notfalls wieder Säulen nehmen oder Foundation stacken oder so. Das bauen wir da am besten aus Stein, oder? Stein, Holz. Hä? Was macht hier so Geräusche? Ah, die Zäune laufen jetzt. Oh. Ja, die laufen jetzt. Vorsicht, Dinos, nicht gegen den Zaun laufen. Das könnte nicht so gut sein. Okay, hier hinten laufen sie nicht. Aber die vorderen Zäune laufen jetzt. Na gut, das surrt jetzt so ein bisschen. Coole Geschichte. Hier drüben bauen wir dann noch so ein mittelgroßes Gehege, denke ich. Das passt genau von hier bis zum nächsten Weg. Für die Dillos weiß ich noch nicht, was wir machen. Da bin ich mir so ein bisschen unschlüssig, weil der kleine Dillo ist so winzig, der passt ins Reptilienhaus. Aber die großen Dillos... Der ist schon fast ein bisschen zu groß fürs Reptilienhaus, ne? Der braucht schon fast ein Gehege, der Große. Und wenn es dann noch größere gibt, dann packen wir die auf jeden Fall ein Gehege rein. Jetzt ist die Frage, in was für ein Gehege, weil wir haben ja nur... Ah, wir haben sogar die Partikel in der Luft. Das ist eigentlich ein Tech-Generator. Das Solarpanel ist ein Tech-Generator. Ja, wir haben ja nur diese Riesenfences hier. Wir haben noch die, die ich euch gerade gezeigt habe. Diese Geräte, die heißen Grating... Die sind ganz nett, da kann man auch gut durchschauen. Die sind noch größer. Also das ist auch keine Option. Für die Dillos bräuchten wir eher was Kleineres. Und da haben wir, glaube ich, gar nichts wirklich. Müssen wir vielleicht was aus der S-Plus-Mod nehmen. Mal gucken. Langsam wird es wieder hell und man sieht auch wieder ein bisschen was. Wir haben schon wieder die ganze Nacht durchgearbeitet.
Und ich habe jetzt eine gute Idee, wie wir das mit den Schildkröten machen könnten. Ich denke, für so liebe kleine Schildkröten oder große Schildkröten sind diese Zäune so ein bisschen übertrieben, auch für die Parasaurier eigentlich, obwohl der hier natürlich riesengroß ist, ne? Für den passt das schon mit den Zäunen. Ich denke, für die Schildkröten, die sind ja eigentlich super lieb, da brauchen wir sowas Überdimensioniertes nicht. Da machen wir das so ein bisschen anders und zwar habe ich gedacht, wir machen das mit so Stone Fence Foundations. Die installieren wir mal so rum und ich denke direkt hier hinter dem Stein vorbei, oder? Den lassen wir einfach, das sieht ganz cool aus. So. Und dann bauen wir denen so ein Schildkrötengehege halt, ne? Nichts irgendwie Übertriebenes, sondern was super Gechilltes. Schildkröten sind ja auch gechillte Tiere. Die machen bestimmt keinen Stress. Und dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Meine Idee ist jetzt eigentlich, das so zu machen, dass wir hier diese coolen Railings draufsetzen. S plus Stone Railings, die dann zum Half Wall machen. Das sieht doch ganz cool aus. Und da setzen wir dann einfach so... Nee. Holzrailings drauf. Ich glaube, für eine Schildkröte ist das angemessen, oder? Die kommt da bestimmt nicht drüber. Das sieht ziemlich cool aus. Von innen irgendwie nicht so ganz. Da sitzt die Railing nicht so gut. Und man sieht die Fence Foundation. Aber von außen sieht das ziemlich cool aus. Da sieht man die Fence Foundation auch so ein bisschen, aber ich finde, das passt. Also das gefällt mir ganz gut. Ich denke, so machen wir das. Dann bringen wir hier unsere Schildkröten unter. Beziehungsweise unsere eine Schildkröte, ne? Da brauchen wir noch mehr. Da hinten läuft eine rum. Ich muss dringend wieder Darts herstellen. Ich baue mal schnell das Gehege und dann bringen wir unsere Schildkröte nach Hause. Und natürlich müssen wir noch unser Trike hier mit dem Skin versehen. Auch super wichtig. Aber für einen Moment mache ich jetzt mal das Gehege fertig. Das wird wieder einen Moment dauern. Dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Ich weiß noch nicht so ganz, welches Tor wir nehmen sollen. Wir brauchen ja auch wieder ein Gate, ne? Das ist immer schwierig. Mal gucken, da finde ich bestimmt eine gute Lösung. Was sagt ihr dazu? Das Gehege ist soweit fertig. Hier muss noch die Tür rein. Ich habe so ein Holztor genommen. Ich finde, das passt irgendwie so am besten. So ein richtiges Tor habe ich eigentlich... Ich glaube, wir haben kein Tor in der Größe. Also ich habe ein bisschen geguckt, aber es gibt die Doppeltüren aus der S-Plus-Mod. Die sind natürlich ziemlich cool, aber nicht so wirklich irgendwas, was hier mit reinpasst, glaube ich. Und ich habe das jetzt so gemacht mit diesen Half-Walls und den Railings. Wie gesagt, das ist eigentlich ziemlich cool. Ich hoffe, dass sie hier nicht drüber klettern können, sonst müssen wir den Baum da rausnehmen. Der sieht auch ziemlich cool aus. Außerdem habe ich hier jetzt mal so einen kleinen Schutzzaun außenrum installiert noch, dass hier die Zuschauer nicht zu nah rankommen. Weil ihr wisst ja, Schildkröten, die sind eigentlich ganz lieb, aber die essen auch ganz gerne Finger, wenn man die hinhält. Deswegen... So ein kleiner Abstandshalter hier, dass die Leute nicht zu nah rangehen und da nicht ihre Finger reinstecken. Jetzt müssen wir das nur noch unserer Schildkröte vorstellen. Mal gucken, ob das der gefällt, ob die da einziehen möchte. Das stellen wir mal auf Manual hier. Switch to Manual. Hier, du, komm mal her. Perfekt. Komm mal hier rein. Gefällt dir das? Ich glaube, durch die Tür passt sie durch. Wunderbar. Die sind nämlich schon ganz schön groß, die Schildkröten. Und ja, dann kann es eigentlich hier drin rumlaufen, ne? Einen Sattel können wir nochmal herstellen, falls wir den irgendwann brauchen. Carbonimis. So, den kriegst du direkt. Falls wir mal irgendwie mit der Schildkröte ausreiten wollen. Du kriegst noch ein bisschen Gewicht, weil ich immer überladen bin mit Bauteilen. Und da ist dein Sattel. Okay, super gut. Dann stellen wir dich einfach auf Wandering, dass du so ein bisschen rumlaufen kannst. Du musst ja nicht die ganze Zeit stillstehen, das ist ja langweilig. Behavior. Enable Wandering. Viel Spaß dabei. Machen wir hier wieder zu. Und dann haben wir ein Schildkrötengehege. Das ist doch cool, oder? Das ist groß genug, dass die da drüber gucken können. Aber ich glaube, sie kommen nicht raus. Also perfekt. Die ist ganz schön schnell eigentlich, für eine Schildkröte. Die ist ganz fix unterwegs. Okidoki. Das gefällt mir, das können wir so lassen. Weiß nicht, ob wir da irgendwie so ein Podest machen zum Reingucken, wahrscheinlich auch, ne? Ist halt doch auch wieder ziemlich hoch. Menschen sind einfach so klein. Das ist das Problem. Okidoki, hier steht noch unser Trike, um das müssen wir uns natürlich auch kümmern. Ich habe jetzt einen Riesenhaufen Knochen gefunden. War hier nicht eben noch ein Haufen? Irgendwie hatte ich da gerade was gesehen. Ja, da vorne ist noch ein Haufen. Den holen wir uns. Knochen? Ja, damit. Da können irgendwie ein bis drei Knochen drin sein, in diesen Häufchens.
Ich bevorzuge 3. Wir brauchen nämlich echt viele davon. Schon wieder Durst. Mal hier einen Schluck trinken. Also ich muss die ganze Zeit trinken. Zum Glück haben wir jetzt langsam Wasser hier oben. Inzwischen. Und müssen nicht jedes Mal zum Meer runterlaufen. Salzwasser schmeckt eh nicht so gut. Jetzt haben wir hier den Kochpot und die Knochen dazu. Genau, wir haben jetzt 54. Das müsste eigentlich reichen. Ein bisschen Holz dazu. Nightfire. Wir wollen den Styracosaurus. Ja, damit. Oh, Platsch. Put out. Nimm mit. Und dann kriegst du ein Kostüm. Triceratops. Du bist jetzt kein Triceratops mehr. Bam. Nice. Ich finde, das ist mit Abstand der coolste Skin, der dazu gekommen ist. Der ist schon richtig, richtig cool gemacht. Okay. Komm mal mit, Trike. Wir gehen jetzt hier rein. Du wohnst von jetzt an hier. Kommst du da durch die Tür? Nee. Ich glaube, wir brauchen einen Sattel. Okay. Gib mal deinen Sattel her, Kollege. Du bist eh noch gesattelt. Den müssen wir mal runternehmen. Die müssen ja nicht die ganze Zeit mit dem Sattel hier rumlaufen. Die sollen ja eigentlich wild und so aussehen. Das ist ja ein Park. Die Leute sollen ja denken, die wären ganz wild und fies. So. Sonst kommen die ja nicht in unseren Park, ne? Das muss ja alles hier besonders spannend sein und so. Wir müssen erstmal ausladen. Am besten, ja, packen wir es einmal hier rein, schnell. Alles an Bauteilen raus. So. Die können alle nicht genug tragen. Das ist immer ein Problem. Das weg, das weg. Das weg. Ich glaube, das waren alle schweren Sachen. Ich hoffe es. Und nächster Versuch. Läuft. Okay. Schade, dass die ihren Namen nicht ändern, wenn man den Skin hier reinpackt. Das ist ja jetzt eigentlich kein Trike mehr. Stellen wir die mal hier hin. Das ist, glaube ich, der schönste. Der soll hier vorne stehen. Den Sattel nehmen wir runter. So. Und den großen stellen wir auch noch auf Wandering. Dass hier ordentlich was los ist im Gehege. So. Du darfst dich bewegen. Du musst stillstehen, dass die Leute immer was zum Gucken haben. Und damit ist unser Trike-Gehege dann, glaube ich, fertig, ne? Hier hoch. Ja, wunderbar. Die sehen schon richtig cool aus. Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit dieses elektrische Surren. Aber ich denke mal, der TÜV will sowieso früher oder später, dass wir hier Strom drauflegen. Dass die Menschen auch alle super sicher sind. Und dass niemand ausbricht. Ich hoffe, dass die Schildkröte nicht ausbricht. Das müssen wir uns so ein bisschen beobachten, da, dass die da nicht rauskommt. Das wäre schlecht für unseren Park. Also, weiß nicht, ob das gut für den Ruf ist, wenn hier Dinos ausbrechen. Wir wollen natürlich, dass wir weiterhin viele Besucher haben. Beziehungsweise wir hatten sowieso noch keine. Ne? Aber früher oder später soll der Park ja öffnen. Und dann sollten die Leute natürlich sicher sein vor den Schildkröten. Und keine Finger verlieren. Okidoki. Ja, damit würde ich sagen, machen wir langsam Schluss für heute. Machen wir das mal woanders, weil hier ist schwierig. Da kann ich nicht rauszoomen, da oben. Machen wir mal hier Schluss. Und nächste Episode müssen wir dann wahrscheinlich das Reptilienhaus anfangen, ne? Da hätte ich richtig Lust drauf. Wir haben ja so ein paar kleine Dinos, die dringend mal ein Heim bräuchten. Vielleicht finden wir auch eine andere Lösung für die Dillos. Mal gucken. Yeah. Das gefällt mir richtig gut. Unser Trike-Gehege. Das sind so Dinos, die kennt jeder. Triceratops. Okidoki. Ja, damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat die Episode gefallen. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Jurassic Ark. Bis dann. Tschüss.